Okay. Warte mal, ist aber noch sehr dunkel. Ich wollte den haben. Wollen wir die Tür wirklich auflassen? Ich werde schreien. Wer wird schreien? Sag das gerade zu Janine. Warum willst du schreien? Wegen Regen? Hör auf, das jetzt schon wieder hervorzurufen irgendwie. Ne, regt noch nicht auf, weil er liegt wie. Da habe ich weniger Frames. So, zack. Ist halt Dunkel-Deutschland-Stream hier. So, fertig ist. Mach nicht. So. Lass uns loslegen. Essen, Trinken ist voll. Ich habe Sachen, ich habe genug Schuss dabei. Was brauchen wir noch? Nix. Nö. Dann, 7.47 Uhr. Ja, alles voll, alles voll. Hat sich nichts geändert. Ich muss ein bisschen Licht herbeizaubern hier, warte mal. Den brauche ich ein bisschen da. Ich sehe jetzt richtig schwitzig aus. Dein Char, oder was? Den brauche ich da. Das ist mir echt noch ein bisschen sehr dunkel. Machen wir das so. So. Alles klar. Hast du für eine scheiß Weste an? Habe ich irgendwie gefunden. Also, jetzt Pullover ist aber nicht. Der Maul habe ich gefunden. Fertig. Besser als nix, oder? Ruhe! Lad mich ruhig ein, du fetter Känzler. Känzler, habe ich gesagt. Känzler. Boah. Ich hab Juschek. Boah. Lad ein, du Lö. Schwer mit deiner Pimmelwaffe da an. Ja, ich habe noch keine AA-Zugriff, wie gesagt. Stimmt. Damit habe ich schon mehr Löcher gemacht als du mit allen Waffen zusammen. Oh. Ups. Ui. Das, Wie lange das dauert, ne? Mit dem Weiternehmen hier. Hast du jetzt gesehen, ne? Ja, ja, ist zum Kotzen. Warte mal, das hier muss ich noch ein bisschen kleiner machen, sonst sehe ich von deinem Bild nichts. So. Siehste, läuft. Mit Mucke? Hm. Gut. So ist gut, glaube ich. Ja. So ein bisschen Licht. Ja, Wasser trinken, das ist so eine Sache, ne? Habe ich mein Leben lang nicht gemacht. Ich mag das auch nicht. Also ich mache es auch nur aus Gewohnheit und Krampf. For the health. Mit ein bisschen Krampf auch drin, ne? Aber jeder von uns würde, glaube ich, immer gerne Cola trinken, den ganzen Tag. Ich will den ganzen Tag Radler trinken. Radler geht auch, ja. Max, geht richtig rein. Ja, kommt auch an welches. Das billige von Lidl ist ganz gut. Na, ich trinke alles. Beste Bier ist Angebotsbier. Ja, ist wirklich so. Na, es gibt so ein paar so richtig leckere Sachen, aber... Glühbier. Kannst du jetzt schon mal nachgucken, ey. Glühbier, ich habe noch drei. Drei Flaschen habe ich noch sogar, habe ich gesehen heute. Boah, ich mir das Glühbier in den Kopf geschraubt, als Battlefield gespielt haben, ey. Bushi zusammen, glaube ich, warst du auch dabei, weiß ich gar nicht. Ja, war ich dabei. Oh, da ging das Glühbier rein, Mann. Schön um Weihnachten rum. Dieses Jahr Weihnachten zocken wir mal schön hier Sea of Thieves. Schön im Schnee sitzen wir dann da hier und da in der Karibik am Rumtouren. Im Schiordli. Geil. Finde ich gut. Warte mal. Ich wollte mir noch einen Laptop kaufen. Ein Laptop? Ach, ihr seid ja wieder... Ja, deswegen. Ach komm. Diesmal mach ich's... Da hast du dir auch Dings gekauft hier, wie hieß das noch, dieser Weltkriegs-Simulator? Ja, Hearts of Iron. Weil dein Laptop von deinem Vater nichts kann. Und weil ich, wenn wir Weihnachten da sind... Ja, wir sind Weihnachten immer 5 Tage da. Ja, echt? Klar sind wir 5 Tage da. Natürlich. Ja. Seid ihr immer gewesen. Ja, gefühlt. Ja, natürlich. Gefühlt sind das so 9. Mongo hat das zu mir gesagt. Ach so. Hier ist direkt wieder zugeschlagen. Häusliche Gewalt ist immer ein Thema hier bei mir. Ja, in meinem Haus. Meistens leider andersrum, aber naja, gut. Ich
hauen immer. Oh, es regnet. Oh mein Gott. Ja, was auch sonst. Ist ja auch langweilig ohne Drecksscheiß-Spiel eigentlich. Hat es heute schon einmal nicht geregnet? Was in WoW kannst du Wetter ausmachen, per Option. Oh, das ist aber kein guter Spawn. Nee, jetzt müssen wir hinten rum, bitte. Dann lass hinten rum, und zwar ganz langsam. Scheiße, ich hab meine Pillen vergessen. Egal. Passt schon. Müssen wir ganz langsam machen hier. Ja. Ich gehe. Von links, von hinten pusht nicht so schnell irgendwas. Ja, ich gehe im Loch und loote schon mal. Ich brauche eh die XP. Aber da sehe ich tatsächlich nichts. Oh, AP-Slugs. Hm. Holy shit, Mann. Oh Gott. Okay, ich würde hier innen hochgehen. Ich gucke gerade noch so ein bisschen. Ja, aber leise halt, leise im Inneren. Ganz am Rand, sagst du. Ja, ja. Würde ich sagen, da haben wir zumindest eine Seite einigermaßen safe. Ein Stückchen hinter dir. Hm, ist okay. Ich bin eh der Bulldozer-Gamer. Der Helm, den ich aufhabe, der... Fast im Tee? Der stoppt so ein bisschen die Regentropfen, sonst hörst du die immer so... Weißt du? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl. Oder mein Headset wird halt nicht getroffen. Ah ja, bei der Baustelle ist schon wieder was. Ich habe irgendwie mal Nacken verspannt, ey. Jetzt haben wir auch schon, Junge. Ja. Ah, das geht nicht weg. Gelbett kaufen. Das kann vom Bogen schießen, weil ich da so scheiße den Bogen gezogen habe. Ja, das ist so einseitige Belastung ist das, ne? Die ist ja nur am rechten Arm. Und links spannst du dann irgendwie so und das hat irgendwie, danach fing das an. Okay. Seitdem habe ich das. Warte, bist du am Rennen? Gerade so ein bisschen? Nein. Nee. Gar keinen Fall. Ja, habe ich nur deine Schritte gehört irgendwie. Aber ich Sneaky-Modus. Lieber mal kurz zetteln. Ja, mache ich gerade. Also wir wissen, einer ist oben Richtung... Das war eine Halle. Oder eine Tanke. Okay, ich würde runtergehen. Geil, das uns? Nee, nee. Ganz schön laut. Road. Es wird reingeschlagen neben uns. Nein, es gilt uns nicht. Siehste, der hat Konterschüsse. Die ballern sich da oben. Ach so. Dann fickt euch doch. Ihr kommt gleich durchs Grün, dann ficken wir euch. Genau so. Ey, das nehme ich wer auch immer bei euch gewinnt, kann das von dem anderen mitnehmen und uns bringen. Auf diesen einen Todesgeff gerade eben, der nicht sich von hinten um mich angeschlichen hat und einfach nicht sterben wollte. Ja, ja. M995 Muni, 7-mal im Bauch, passiert nichts. Ne? Ja, weiß auch nicht. Weil er keine Weste anhatte, das ist halt das Problem. Hier an Eisenseite. Ohne Weste fällt das Ding einfach so ab, prallt ab, weißt du? Wir brauchen eine Weste, damit die Full Damage machen. Das ist halt, also wenn du keine Weste hast, macht die andere Munition mehr Schaden. Ja, ne? Das ist wirklich so, ne? Ja, das ist, das siehst du ja auch. Weil die fragmentiert dann. Splittert auch. Ja, da gibt's nämlich welche, ne? Ja, ja. Diese Warmatch zum Beispiel. Die ist mega stark, aber nur auf ungepanzerte Ziele. Guck mal, diesmal sind wir doch viel smarter dahin gegangen, oder? Mit dem Spawn.
Ah ja, das ist auf jeden Fall besser gelaufen. Man wird schon wieder besser hier. Ja, man darf halt nicht immer Fullspeed. Man muss ein bisschen gucken. Ein bisschen aufpassen. Ja. Stefan hat davor noch geschrieben, der schafft es ganz gut mit schnell, aber ich kann halt nicht. Ja, das Problem ist, wenn ich schnell spiele. Ich kann das auch, aber dann brauche ich dickes Gear. Dann macht es mir aber auch Spaß dann. Hier mit so einer SKS und keinem AH-Zugriff und keinen Waffen macht mir das einfach keinen Spaß. Schwitz M4 mit Read.M oder so, dann ja, geht das. Ja, dann gerne. Dann habe ich auch damals schon viele schnelle Runden gespielt, aber. Nee, aber so hat halt jeder seinen eigenen Spielstil, ist ja auch vollkommen okay. Versuche ich. Ich sehe da gar nicht das Problem. Also man kann ja auch gerne zusammenspielen, aber dann darf man halt nicht mad sein auf die Leute, die sitzen bleiben. Das ist so, sehe ich das. Ja, muss ich halt abstimmen, wie man es macht. Oh, also, na klar. Deswegen hab ich ihn vorher auch gefragt, ob das jetzt für ihn okay ist. Und er sagt halt, nee. Ja. Gut, dann ist das so, ne? Jo. Dein Stream pausiert. Mein Stream pausiert? Jetzt geht's wieder. Ja, ich hab rausgetappt. Geht wieder? Ja. Wenn ich raustappe, dann steht das da kurz. Bei dir genauso. Ja, besser so als Desktop zeigen hier mit allen Bankdaten und persönlichen Adressen. Also wie ich da letztens. Ich habe noch Web hier, Web-WhatsApp und so, das ist immer scheiße. Ja, nee, muss echt nicht sein. Diese Pose hier ist zum Beispiel sehr gut für mit diesem Regen, aber. Wenn ich dicke Waffen habe, rede ich auch nicht davon, dass ich hier mit der M4 sitze und irgendwie halbe Stunde hier rumgammel, weißt? Aber muss man dann nicht. Kurz zetteln, kurz gucken, kann man immer mal so 5 bis 10 Minuten. Dieses Durchgesprinte bringt ja eh nichts, wenn du den Loot nicht mal behalten kannst. Das ist ja richtig, ey. Du brauchst halt das Gear, um ein paar Schüsse tanken zu können, wenn man dich sieht. Ja, und vor allem muss ich auch irgendwie zurückschießen können. Ja, da brauchst du mit der SKS nicht anfangen, wenn Leute pusht. Da musst du schon eine M4 haben, die durchdrückt. Ja. Und damals hatte ich halt irgendwie 20, 25 volle M4s im Lager und ist scheißegal. Mhm. Aber wenn du jetzt wieder anfängst, ist. Ja, ich find's irgendwie schwierig. Irgendwann hängt mir das Gesitze dann auch mal ein, zwei Runden zum Hals raus, dann gebe ich auch Gas, ne? Das oder man sagt, man macht einfach mal eine Piese-Run oder so, das ist ja alles. Also rein scaffen, ist auch rein scaffen und dann ein bisschen YOLO und genau. Aha. Du musst mir sagen, wenn was hinter dir ist, ne? Dann kann ich hier den hier machen und schön hinter dich gucken. Ja, ich höre halt wenig gerade, ne? Ja. Boah, ey, Janine da hat echt 2 Stunden gesessen auf dem Termin, Mann. Das kann ich nicht verstehen, das würde mich so tilten. Ist auch mega heftig. Da würde ich da denen auch mal die Hölle heiß machen. Ich meine, warum sagen die, man soll dann und dann kommen, weißt du? Ich hatte halt gewartet so, ne? Und dachte ich, ja, ich hab's vorher gewusst, dann hätte ich mich da irgendwo hingesetzt und Pizza gegessen. Ja, genau. Kannst ja fast nach Hause fahren, wenn du sowas weißt. Und da soll sie anrufen oder so. Ja, das ist ja richtig. Also ich war in der Stadt, da war es auch ganz schön so, aber ich hätte noch so gedacht, weil ich bin an den ganzen Restaurants da vorbeigelaufen und alle sitzen da fett am Fressen so. Mhm. Ich dachte, oh, weißt du, könnt's jetzt auch, ne? Halten die bei euch in diesen Restaurants und so noch diesen Abstand? Auch nicht mehr so, ne? Nee. Aber müssen sie ja. Also, wo in dem Steakhouse, wo in dem Schnitzelhaus, wo ich war, ja. Okay. Da ist nur jeder zweite Tisch. Ja, weil ich hab hier, wir haben hier so ein. In der Stadt haben wir so einen Italiener, so einen hier Eisdiele. Da sitzen die so aufeinander, Junge. Und nix mit Maske, nix dies, das. Da saßen irgendwie 50, 60 Leute drin. Aufeinander, weiß ich nicht, aber. Nein, passiert hier halt nicht, ne? Das hat Ordnungsamt mal irgendwie sieht durch Zufall, aber passiert halt eh nicht. Nee. Dann machen die den Laden aber immer dicht, ey. Aber die mögen das eigentlich gar nicht. Ja, die nehmen jetzt die Kohle mit, denke ich. Wie geht, aber. Jo, Tito, moin, moin, moin.
da schräg links hinter uns. Ich muss auch noch einen Chat schreiben nachher, bitte. Ja. Der gute alte Tito, Junge. Bahnschienen oben war das, ne? Wir sind mal wieder im Green. Ja, Bahnschienen oben, ja. Quick Path. Bei Fast Path. Aber da sehe ich nichts. Nein, ich auch nicht. Herr Tito, es wird mal wieder gesessen. Sitz Wars. Tag 3 Glatze. Road to Full her. Muss bald schon mal wieder neu machen, ne? Ja, man sieht schon, ne? Ein paar Stoppel gehen schon wieder rein. So. Ja, ich überlege, wenn das wirklich alles so funktioniert mit deinen Tipps und so, dann lasse ich das. Dann lasse ich das wieder lang wachsen. Also, wird viel mehr immer besser. Nur ein bisschen Zeit geben dem Kram. Du kennst ja selber, letztes Jahr noch bist du ja ein volles Haar, Junge. Und drum auch. Das muss man ja so lange es geht noch ausnutzen. Irgendwann ist vielleicht nicht mehr so dolle. Ah, bei mir wird schon weniger. Ja, das habe ich gesehen, ey. Kurz. Blue guckst du, ne? Ja. Blue und Brücke. Ich und du, ich guck Blue. Ich hab ein blaues Haus mit einem blauen Fenster. Das ist Construction Site. Hop. Wir kommen noch. Ja. Ja, ja. Ich höre einen Skeff schimpfen. Das ist wieder der typische Chijoyu. Irgendwo was auf Metall laufen hören. Tito, Junge. Der ist auch Stammviewer. Tito! T-Dog! Einfach muten und minimieren, ne? Oh, ich hab Steps gehört. Ich auch vorhin. Da schreit er rum, der Olle. Ah, es gibt meckert. Ist immer nicht gut. Kommt wieder von hinten hier reingelaufen. Ich glaube jetzt, Rüdiger Skeff. Ich bin das gerade, muss man ja eben kurz bisschen anders ausrichten, so. Ja, WoW-Raid habe ich heute leider verpasst. Mist. Ja, eine halbe Stunde zu spät, da war ich schon fertig. Oh. Eigentlich Spaß draus machen am Greifenmeister Camp. Rogue. Und lässt nie abknüppeln, was da mit so einem Buff angerannt kommt. Oh. Ja. Was Kompass. Gerne genommen wird, ist Priester und dann Dispellen hier, die hier runterklauen. Wo kommt was? Vor? Aus meiner oder deiner Richtung? Nee, wo kommt. Hast du nicht gerade gesagt, es kommt was? Nee. Ja, es wird ja geschossen hinterm Dingens. Hinter Bass. Der rennt da an der Straße, rennt der rum. Er hat sehr viel Mitteilungsbedürfnis. Der hat gerade irgendwie einen besseren Winkel. Der Itchy ist auch wieder da, Junge. Der Itchy! Ist Tag 3, Junge. Road to Full her. Ich hab schon gesagt. Lass die lang wachsen, dass ich irgendwann mal einen Zopf brauche. Das ist die neue Challenge. Geil. Ist doch ganz klar, Mann.
Dann verkaufe ich das und können die irgendwie Teppiche in einem Orient draus machen. Indien, Kinder. Kinder flechten bei Vollmond. Dreist, sagt er auch noch. Ich habe den Streamer wieder angemacht. Du hast mich heute Morgen schon kritisiert. Mein Lieber. Was fällt dir ein? Wie kannst du offline und offstream zocken? Ja. Bart ab? Nee, Junge, dann sehe ich aus wie Bowlingkugel oder wie Humor. Bart mache ich nicht mehr ab. Darauf bin ich stolz. Bart Frasé. Der muss mal wieder kürzer, aber du darfst ja inzwischen... Ich gehe da zum Barber. Der das immer einmal so alle 2 Monate macht, er den mal wieder schön blank und glatt. Aber da darfst du ja nicht hin. Du darfst die Maske ja nicht abnehmen momentan. Er macht dir nur die Kopfhaare. Ich bin da heute vorbeigelaufen in so einem Barber und da hat niemand irgendwie so ein Ding um. Echt nicht? Bäh. Vielleicht muss ich mal bei unserem fragen. Vielleicht macht er das illegalerweise. Ich bin noch heute vorbeigelaufen und hab da reingeguckt, dachte mir, bei meinem Friseur muss ich immer hier so, ne, so eine Maske umhaben. Ja. Und das war, dieser Barber ist so wie so ein türkischer Shop da, ne? Ja. Da keine Maske. Nicht auf dem Warte sitzen. Okay. Kann das sein, ne? Wenn ich normal zum normalen kann. Beim normalen Friseur muss das Zeug doch auch aufhaben. Aber bei meinem Friseur machen die das auch. Da sagen sie, hier, ne, wenn sie dann am Ohr sind, muss die eine Seite abmachen und so. Ne? Was sind das eigentlich für Memes? Wir kriegen Besuch. Notes. Der Ichiro, der hat wieder überall Sub. Der ist wieder neureich. Aber ich schieße jetzt erst, wenn der erste direkt fällt. Ich will das direkt, dass sie beim ersten Schuss direkt einen Verlust haben. Ja, muss auch so sein. Aber danach geht das Gekämpfe los, dann wird's hässlich. Der erste muss direkt einen Blattschuss kriegen. Plong. -1. Mein Nightbot ist scheiße. Warte mal. Muss ich nachher mal einstellen, ist gut. Das ist hier nicht erlaubt. Mach hier keinen Scheiß im Chat. Muss nur arbeiten, Itchy, mein Lieber. Ja, der räumt hier auf, ne? Wenn mal wieder zu viel gespammt wird hier mit den 100.000 Viewern. Ich bin highly focused, Peter. Ich warte nur darauf, dass hier jemand kommt. Ich bin auch highly focused. Ich hab den Finger am Abzug und der ist richtig nervös. Ja. Mann, ey, die sitzen. Weißt du, wo die sitzen? In dem anderen Green. Ja, ja. Wo du sagtest, das könnte eine coole Position sein. Was wir uns mal angucken müssen, ist, das ist die eine Seite. Es gibt jetzt auch eine Seite auf der anderen Seite hier bei Old Gas Station. Da müssen wir auch noch was raussuchen. Wobei, da hatten wir ja was. Dann nehmen wir einfach so ein Gebäude, ne? Ja, mir egal, du, wir können gerne mal andere Sachen ausprobieren. Ach, wenn wir Old Gas Station mal wieder spawnen, dann nehmen wir das Gebäude und gehen da schnippen. We can do that. Kappa Kappa, ey, Kappa Kappa, ey. Den meinst du, ne? Hey, Kappa Kappa, ey. Kenn ich. Bist du hier gerade auf der Arbeit oder was? Du. Der Ichi, der zockt ganz viel Modern in the War. Call of Duty, Modern in the War. Call of Schwitz. Ja, wie du siehst, bin ich hier auch gerade auf der Arbeit. Das ist für mich hier Arbeit, Stream. Das ist für mich komplette Arbeit. Oh, Regen ist komplett aus jetzt. Kurz Ruhe. Jetzt muss ich mich wirklich genau hinhören. Hm, die kommen. Ich habe so eine Duftspur gerade. Ja? Hm. Kann auch ich sein, aber... Ist einläufig, oder was? Kann auch ich sein, aber gut. Läufig. Geht hier wieder keiner lang? Wir sagen die Zeit also. 25.
Und er sagt, die Straßensperre ist auf. Roadblock. Ja, wir werden uns mal auf der anderen Seite einnisten. Einnisten. So ruhig hier. Stimmt aber nicht. Das musst du immer nur beschreien. Das war, ich glaube, SKS, ne? Muss ich mal beschreien, ich glaube, hier kommt keiner mehr. Kommt Vierer Squad. Ja. Kommt hier die Straße runtergepäst. Das ist Musik. Ja, sieht aber alles safe aus bisher. Ist ganz cool gemacht eigentlich, ne? Dass so noch aus den Bäumen und so noch so ein bisschen nachregnet. Mhm. Ist ziemlich, ziemlich gut gemacht, auch wenn die das trotzdem löschen können. Ich will löschen gehen, Junge. Not gegen Elend. Ja, da trifft keiner irgendwas, ey. Lass mich doch mal eben gucken, was ist denn das für... Hier ist doch geil, meine Weste. Das ist eine Zweierweste, Titan. Regierung. Ich trage 4 oder 5. Ja, warum? Wenn man's hat. Kann man noch mitspielen oder bin ich zu schnell für euch? Tja, Tito. Das musst du jetzt beurteilen können. Das ist doch hier sehr schnell gespielt, oder? Guck mal, wie schnell ich mich drehe. Meine Meinung jetzt. Du kannst aber gerne mitzocken, oder? Hauptsache, nimmt sie einen Campingkocher mit und hat Zeit. Genau, pack den Zelt ein. Ein ganz großes Zelt, aber auch. Mit Vorräten. Mit Vorräten und Getränken. Um Grill. Vielleicht eine Angel. Schlafsack. Kannst du aber gerne zocken. Kannst ja nach der Runde reinkommen im Vent. Das Vent, ne? Ich sag das immer noch, weil das so drin ist. Ja, seit 15 Jahren gibt's das nicht mehr, aber. Ja, damals hat das nur irgendwie 12 Mark gekostet. War ein bisschen spontan. Regen jetzt, komplett, ne? Weg. Ich höre aber auch nichts. Immer wenn man das sagt. Das ist verrückt, oder? Die sollen hierher kommen jetzt. Die sollen da nicht immer ewig rumgümmeln da. Wie kann man nur so gammeln an einer Posi? Nervig. Die gammeln da so lange, ne? Das macht man doch nicht. Oh. Das war eine neue Waffe. Das war eine SVDS, glaube ich. Ne, die ist lauter. Das war... Das war so eine Pfahl oder so. Irgendwie so. Ne, auch die ist auch lauter. Ne, das war so ein... Irgendwas Günstiges war das. Mhm. Die kommen doch. Oh, die wollen rüber. Siehst du, vorhin habe ich noch vom Durchmachen geredet. Jetzt bin ich wieder müde wie Hulle. Ich kaufe morgen erstmal Cola. Warum? Weil ich jetzt Bock zu haben auf Bacardi Cola. Und trink doch jetzt. Ich hab keine Cola mehr da. Ja, ich meine ja nur Bacardi. Ey, wenn, dann mach ich mir gleich noch einen Whisky. Ja, da brauchst du auch Cola für. Ich trinke pur. Viel zu teuer, das Zeug. Hallo. Ja, moin. Ich trinke ja guten Whisky, weißt du? Da ist auch viel Schmutzwaffe dabei. Danke.
Ah, da ist nichts Tolles dabei. Jupp, die Cola ist zu teuer für Whisky. Kappa. Oh, was für Cola tut die schon. Also richtig gut. Cola. Schön Jack Daniels und dann. Schön Single Barrel. Dann schön. Zwei Finger breit. Aber beim Saufen mache ich dem Ichi eh nichts vor, ne? Mein Lieberchen. Ich rieche das Zeug, ich bin schon besoffen. Das ist jetzt aber. Alter, wir haben echt viele Feinde noch um uns herum. Muss ich sagen. Hier, hier lebt noch einiges. Wir haben die Tanke Boys. Hinter uns. Und wir haben den Boy. Keine Ahnung, was du meinst gerade an der Stelle. War doch schön. Schöner Abend. Uff. Mods, bitte einmal den Bann. Oh. Also, Bushaltestelle. Eine Waffe bisher. Tanke, drei verschiedene bisher gehört. Mhm. Na komm schon. Du guckst dich halt nicht mal um, ne? Das ist echt stumpf. Du bewegst halt nicht mal die Maus. Nicht bewegen. Marv. Ich hab nicht mal die Hand an der Maus. Was zur Hölle? Da! Blues was raus! Die läuft nach rechts. Ich schieß drauf von hier. Hat Hit. Hat auf jeden Fall Hit, hat Blut. Das Ding laut, ey. Ist durchs Loch durch. Ich weiß nicht, ob der zweite auch noch gehittet hat. Der erste war auf jeden Fall ein Treffer. Den gar nicht Blue gesehen. Der ist Blue raus. Direkt an der Wand, links so lang. Und dann alte rechts. Aber wenn der Blue raus will, will er doch hierher zu uns. Nee, der ist nach hinten weggerannt. Der wollte Warum? Hier nicht her. Weiß ich nicht, was er da will. Was für ein Quatsch. Weiß ich nicht. Ja, oder er ist nicht Blue raus und ist hier die Straße runtergerannt. Das hätte ich aber eigentlich gehört. Normalerweise höre ich das. Also unter Umständen hat er zwei Hits bekommen. Ein garantiert. Unter Umständen ist er jetzt ein bisschen sad. Oder vielleicht wollte er halt rüber ins Green hier zu uns. Aber etwas weiter hinten, ach was weiß ich. Guck mal, du kannst ja jetzt auch Dings gehen. Du musst da ja nicht mehr. Du kannst ja über dieses Neue da gehen. Ja, wenn der Motor an ist. Oder meinst du hinten rum? Hinten rum. Hinten rum, genau. Steps! Gras! Hinter uns! Hab ihn. Tot. Kannst nicht lernen. Aber schon nach dem ersten Tod. Du weißt ja, bei der Munition schieße ich lieber nochmal. Was ist Gap? Weiß ich nicht. Sieht sogar ein bisschen nach Wachtel aus. Im ersten Moment. Ich habe den Helm zwar nicht gesehen, aber ich glaube, er hat zu. Geh gucken, komm. Aha. Oh ja. Das ist der eine, den ich angeschossen habe. Der ballert da auf irgendjemand noch. Die haben dann einen Firefight. Wenn du willst, loote kurz rein. Ich kann dir denken. Naja, letztes Mal beim Looten kamen sie alle. Mach voll die Lager. Weiß noch, als ich letztes Mal gelooten bin, dann kam mir der ganze Trupp durch. Musst du wissen, mach voll, komm. Jetzt geh ich da jetzt ran. Okay, ich geh gucken. Siehst du? Ich poste jetzt. Du Wichser. Du gieriger. Du gieriger Johnny, ey.
So kriegt man ihn das immer. Was wie ein Staubsauger geht, pass auf. Hat nichts übrig gelassen. Scaff. War ein Scaff-Spieler? War auf jeden Fall ein Scaff-Spieler. Nichts Tolles? Nee. Okay, schade. Ist der Sitz? Ich höre wieder was. Hinterm, doch hinterm Omnibus. Selbe ja, Stelle. Dem muss, ja, dem, ja. Ich warte. Ich sehe noch nichts. Ich habe jeden Treffer bei ihm einschlagen hören. Ja, er stirbt halt aber einfach nicht, ne? Was haben die bitte wieder? Haben die wieder ihre ihre Holzfällerhemden an? Du kommst wieder nicht durch, ey. Ich habe mir eine Bibel vom Herzen. Das sind also Scaff-Routen, ne? Naja, das sind Scaff-Routen. Wieso muss ich hier eigentlich meine teure Munition immer verschießen, meine PS-Muni hier, die teure? Von Prapor. Gott. Gott, ey, du kannst dich auch mal umdrehen, ey. Gott. Ein Schuss kostet mir jetzt eine ganze Loadout. Der war gemein. Lustig. Ja, was war's? Grad, ja. Funny. Because true. Ja, der die distanzieren sich jetzt, die Boys. Muss man ehrlich sein. Ich komm zum Looten. Ein Finger da raus. Ich hör was. Hinter uns. Oh, fuck. Tut nassen Biot! Hab ich. Kommt der hier so zielgerichtet hergeladen, das direkt nicht geht. Hat dich hier oben. Ich komm so langsam ein bisschen mit der Munition in die Dildotü. Hab ich aber wieder gut gemacht, auch wenn ich zweimal durch die Leiche geschossen hab. Drittes Geff, der hinten so dumm angerannt kommt. Gibt auch XP, also ich. I take it. Du schießt nicht gern, ne? Du brauchst die XP doch für Level 10, du Spacken. Hör auf zu grinsen, ey. Als wenn du daran gedacht hättest. Zu faul, dich umzudrehen, wirklich. Ich hab mich umgedreht. Aber ich hatte keine gute Vision. Gott, ich kann doch hier nicht den ganzen Dschungel clearen. Ich komm zum Looten. Ah, noch 26 Minuten dann demnächst mal. War da schon wieder Steps? Nee. Okay. Jetzt wieder in der Bus Station. Hat er geredet. In so einem Schiordli. Sehe ich nichts hinter Bus Station gerade. Ja, war da aber. Gehört, er redet da. Ja, hab ich gehört. Okay, ich schiebe wieder. Also ohne Essen und Trinken müssen wir demnächst los. Ich habe nur einen Apfelsaft gefunden gerade. Irgendwie so ein Fruchtsaft. Also bei dir sieht mies aus mit Trinken und Essen. 22, 26 geht noch, aber. Ich bin Richie, danke, los. Ne? Schönen Abend dir noch, mein Lieberchen. Hauen Sie rein.
willst, können wir los. Mir ist egal. Wir können noch einen Moment. Okay, das ist gut. Lass ein Minütchen warten, dann sind wir los. Wollen wir vielleicht Tanke noch eben gucken? Dann reicht meine Health nicht mehr, weil wir jetzt auch noch. Okay. Und meine Energy. Ich hau mir jetzt nochmal Zeug rein und dann können wir mal los. Okay. Gehen wir hinter Dings lang. Ja. Hinter Bass. Da müssen wir jetzt ja alles so weggebügelt haben. Steps. Gerannte, also am Rennen gewesen. Bei Dorms. Weiß nicht, ob von Dorms weg oder zu Dorms hin. Das habe ich jetzt nicht. Dieses laute Klopfen gehört. Vor mir. Zurück erstmal. Ganz schlecht gerade. Ist auf jeden Fall angefixt. Ich bin zurück. Granate kommt. Bin angekickt. Oh, Granate verworfen. Oh Gott, ich komme nicht weg. Sehe nicht. Das nix. Komm rein zu mir. Bein gebrochen, warte. Bin gut am Arsch. 13 AP noch. Hier meines Loch hier. Bin ich denn so am Arsch? Schmerzen. Hast du was gegen Schmerzen? Linkes Bein? Ibu. Ich hab bald kein Wasser mehr. Ja. Kannst du mir eine Ibu geben? Ich kann die ganze Packung schmeißen. Ja, nee, ich brauch nur eine eben. Ich seh fast nichts mehr. Ja, komm her. Ja. Scheiße, Mann. Ja. Greif ich hier gleich wieder hin. Hab noch 11, ist los. Was sei denn, du hast Wasser? Nee, ich hab nichts mehr. Hab ich getrunken. Nee, ich hab hier. Da willst du los? Ja, dann los. Was los? Ja, gut. Aber die machen. Hab ihn. Der stirbt nicht. Wieso stirbt der nicht? Wollen wir ihn looten und gucken, ob Wasser? Dann wird sicher nicht. Ich guck. 11. Ja, warte. Da ist meistens kein Wasser drin. Nee. Okay, ich komm. Vielleicht ist der Roadblock offen. Ist auf jeden Fall offen, ist nämlich. Ja, dann geht es gleich noch hin. Hier rüber. Jo. Ist geil, ich passe hier nicht unter den Rohr lang. Leider zu dick. Wo bist du? Hinter dir, 10 Meter. Alles gut, wenn du noch 10 Wasser hast, reicht das doch. So Rohr vor. Hm? So Rohr schon. Ja. Ist ja offen, ist ja grün. Wo kannst du noch gegenheilen? Ja. Hier müsste ja auch viel liegen, hier wurde ja auch lange rumgebollert. Und liegt da. Aus hier. Ja. Noch 6. Ja, das langt schon. Lass hier vorne gehen.
was hier alles liegt, Junge. Was ist hier passiert, ey? Liegt auch noch einer. Ja, ganze Ding voll hier. Er ist geklaut. Ist mir jetzt egal. Wir gehen jetzt mal raus. Lass abhauen. Ja, ja. Das lässt mich jetzt nicht raus aus dem Spiel. Ja, stimmt, der Bug. Wenn wir den noch nicht behoben haben, ne, dann so kannst du Russland löschen. Ich wusste es. Oh Gott. Was? Wird nix. Dann lauf, lauf, das klingt schon. Geh rüber. Das, weißt du, einmal komme ich spät, geht das nicht. Das ist so ein Kackspiel. Einmal muss ich wirklich dringend raus. Haben die doch wirklich den Bug da. Wie läuft jetzt null, oder? Noch vier. Ja, ist lang. Kommen. Ist lang locker. Das machen wir schon. Ich weiß noch die eine Runde, als wir mit einem gebrochenen Bein hoch sind. Ey. Oh! Noch zwei. I'm hurt! Ach, kurz zum Buchstab. Leg's gone. Ja, keiner raus, oder? Caught a hit! Siehste. 2 und 10, Alter. Doch wieder was zu trinken mitnehmen zumindest. Ah, eine Milch. Milch, ja, eine schöne Milch. Ja, die Runde war unspektakulär. Aber so da ist das. Da kam irgendwie nichts. Da kam nichts. Nee, die sind irgendwie, haben uns gedodged. Stream-Sniper halt mal wieder, ne? Ja, sehe ich auch so. Halt komplett Bescheid, ne? Das ist halt die einzige logische Konsequenz, was es sein kann. Stream-Sniper. Wichser. Diese Wichser. So, 3000. 3000 Exp. Das ist doch schon mal ordentlich. Das geht ja Richtung 10. 4 Scaffsack gelöllt. Was ich sag? Ein Level, Level 8. Ne, ich bin jetzt erst Level 8. Mhm. Also. Macht noch 2, ne? Laut Adam Riese. Adam, Dings. Adam Johnny. Ja, dann mach voll. Dann gehen wir mit Tito. Ich hab so eine Keramik-Armor gefunden hier, so eine GZLK. Die ist gut. Ja. Gehen wir schön mit Tito rein. Ich meine auch, die war in Ordnung. Du schon keinen Bau. Ja, ich mache ihm den Mülleimer-Loot weg. Tatsächlich gute Dings, Schüsse gefunden hier. Schiodelis oder was? Also schlage ich dich. So. Mal sehen, was das ist hier. Lass es. Sag lieber nicht. Das ist so dumm. Das ist wirklich dumm, oder? Muss ehrlich zugeben. So, gucken wir mal, du fettes Schwein. So. Was tut denn jetzt schon wieder? Modern in the War. Mhm. So. Da ist das Ding.
Aber die Kohle summiert sich schon. 1,2 Millionen. Es läuft so langsam wieder. Ah, es wird besser, ne? Es läuft nicht gut, aber es läuft. Geschenke habt ihr nichts erhalten? Nee, habe ich noch gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Schau mal auf Messenger oder auf Nachrichten, dann bist du System. Ja, ich guck gleich mal. Wo? Unten bei Messenger oder Nachrichten. Und dann gibt es dann vom System wahrscheinlich eine Nachricht. Nee, nix. Ich hab keine. Links steht es immer was links. Habt ihr nichts, ne? Nee. Nee, ich nicht. Muss man das nicht über die Seite da irgendwie im dem Profil? Ja gut, hab ich schon mal aktiviert. Ja, das hatte ich vom. Das ist alles aktiviert, ja. Aber ich hab noch nicht. Oh, das habe ich noch nicht wieder gemacht. Muss man das wieder machen? Ich glaube, das muss ich wieder machen, ja. Gibt's noch ein Geschenk oder was? Ja, guck mal. Was soll denn die Scheiße jetzt? Du. Was war denn das hier? Promocode? Nee, Subscriptions, Options. Na, unter Dings, unter dein Profil. Ja, da bin ich drin. Ah ja, da muss man auch. Ja, hier unten. Zusätzliche Ingame-Ausrüstung erhalten. Geschenk ist erfolgreich aktiviert. Ja. Geschenk aktiviert. Guck, jetzt hast du, zack, jetzt hast du im Steam, dem Dings, im Spiel hast du jetzt eine Nachricht gekriegt. Ich guck mal. Kannst du es holen? Zack, Nachricht. Ja, stimmt. Russland abholen. Oh, ne, oh, Medizinkoffer, Peter. Ein Goldkoffer. Und eine was SVDS. Ist das? Geld ich weiß mein Passwort nicht mehr in-game. Oh, ich hasse dich so dafür. 40 Schuss Assemblée? Nee. 150 Schuss? Nee, noch mehr. Junge. Doch, 150 Schuss. Assemblée, Peter. Wenn ich jetzt mein Passwort ändere, schmeiß mich bestimmt aus dem Game raus, oder? Mach's später oder sowas. Ah, ich hab jetzt eh keinen Platz dafür, das zu sortieren. Und der SVDS mit Scope. Ne? SVDS mit Scope, Peterchen. Was gönnt ihr? Dann hol dir das auch. Mach jetzt, komm. Ich hab ein gutes Gear. Ich renne die ganze Zeit mit Scope. Fettwanne, hol dir das. So. Die Handgun verkaufe ich aber direkt. Scheiß auf Handgun, ehrlich, mach mich wütend. Und spiel ich nicht. Keine Löcher. Kindergartenkram hier. Halt euch, SVD-Dings fast. Richtig verbrannt. Hast du die Dings, die Magazine für SVD verkauft? Ach scheiße, ach ja, ich hab nur drei. Oder? Da waren zwei hab ich, waren ja, noch kann sein. Gut. Hab ich aus Versehen mitverkauft, ist nicht schlimm, ich bin dekadent. So, Assemblée. Ist ja, liebe Leid, sag ich da. Eieiei. Zigeuner. So. Aber irgendwo in meinen Taschen habe ich auch schon die größeren Magazine für die SV. Aber hier ist auch so. Nee, das sind die kleinen. Ist egal, spiele ich noch nicht. Ich spiele erstmal nochmal SVDS weiter. Die Flugcontainer sind die Dings? Sind die im Raid gefunden oder? Welche? Die Flugcontainer unten. Weiter unten? Nö, kommt nichts. Da, die zwei rechts. Diese hier? Kanister. Kanister unter dem blauen. Ja, Druck, das hier ist alles AHA-Kram, was ich gucken will, wenn ich es kann. Die habe ich im Raid gefunden, hier, die beiden, ja. Die Schlüsselkarten. Wie gesagt, Dings brauchst du, den USB-Sticks brauchst du im Raid. Mhm. Die Füllcontainer brauchst du im Raid. Ja. Für die Quest oder sowas. Ja, ich weiß. Habe ich schon so ein bisschen angefangen. Ich brauch alles Dings. Hab ich schon ein bisschen angefangen zu sammeln halt, ne. Habe ich gerade mal allerdings mein zweiter USB-Stick gefunden nach langer Zeit. Jetzt muss ich den Dings in dem Dreierdoms diesen Golden Swag oder den Zieber holen. Das nervt doch. Kann ich schon mal ein bisschen aufräumen wieder, Peter, mit der Medizintasche. Das ist schon mal ganz gut. Wie sahst du Stream aus? Was ist denn mit diesem Peter los? Macht er? Du lässt den Rucksack rein. Und links den Rucksack. Er hat doch gerade gefragt, was riecht hier so verbrannt. Seine CPU jetzt durchgebrutzelt, ey? Ja, er hat jetzt einfach Stream ausgemacht, der Johnny. Ah, das ist schon mal gut. Kann ich mir nicht als erstes Munitionskoffer kaufen, sobald ich ein bisschen Kohle habe?
Die waren ja, glaube ich, nicht so teuer. Ist alles so viel Müll hier. So. Kommen die nämlich nach unten. Platz machen. Den großen Rucksack kann Schau rein tun. Diesen Bär. Diesen orangenen Medikit. Dieses, ja, stimmt. Gut. Was ist da los, Peter? Nix. Wer da? Weil du Stream ausgemacht hast. Ja, weil ich mich einloggen wollte bei Tarkov und dann nicht zufällig irgendwie, weißt du? Ach so, okay. Wegen Passwort. Ja, okay. Ja, verstehe. Ich sag, wenn ihr die Quest macht und Dings und dann das Zeug kriegt, wieder abgeben tut, dann am besten gleich rausholen, ne? Weil wenn sie drin, wenn du sie vergisst, dann sind die auch weg. Hm. Früher waren die immer die Item-Quests oder sowas, wenn du die Belohnung erhalten hast, waren die noch immer noch vorhanden, ne? Bei dem Händler. Mittlerweile sind die jetzt auch weg. Okay. Ich habe den Fehler gemacht, habe gedacht, ja, bevor ich sie bei mir ins Stash rein tun und ich habe einen Platz, lasse ich sie drüben auf einmal. Irgendwann habe ich geguckt, waren die alle weg. Weg. Das ist natürlich ärgerlich. Außer bei dem hier gerade, ja, wenn es über das System kommt, dann bleibt es immer drin. Ich habe auch noch, was habe ich da drin? Der lädt ziemlich lange gerade. Ja, der braucht. Ja. Ich bin fertig. Ja, also, dass sie das mit den Servern nie auf die Reihe kriegen. Ich werde gerade richtig innerlich wütend. So, jetzt machen wir mal eben hier bei Peter wieder rein. Was? Ja, nee. Custom, ne? Custom. Lobby. Das dauert auch noch 200, 300 Games, bis wir wieder auf eine andere Karte mal switchen. Naja, so die kannst du es besser gemacht haben. Ja, nö. Soll ich überhaupt jemand wechseln? Ich habe so wie für Automatik. Automat, nee, also nicht kein Automat, aber so ein Schallert in der Bude. Ja. Nicht so ein Schallert in der Bude-Ding habe ich in der Hand, Junge. Ich habe meine SVDS wieder dabei. Die macht auch Löcher. Ah, yes. Was für ein SKS hast du dabei? Ja, stimmt, meine ich ja. Solange die gibt mir jede Runde, gibt die mir ein Plus. Also alles gut. Die hat sich schon auf jeden Fall bezahlt gemacht. Mhm. Die habe ich schon seitdem wir oben da am Zug die Löcher gemacht haben bei den Typen. Junge. Aber ich habe die ganze Zeit diese. Ich weiß gar nicht, wem ich die geklaut habe, aber die läuft. Ja. Das ist ja auch das Wichtigste. Peter, schreib mal bitte kurz was in den Chat. Bevor wir es vergessen. Das ist dummerweise wichtig. Ich habe dich schon vor längerer Zeit eingeladen. Jetzt geht's. Ja, ich habe auch schon vor ungefähr einer Minute angenommen. Stunde angenommen. Das ist einfach so dumm. Also, nö. Lass uns einfach mal eine größere Version noch rausbringen für 500 Euro. Aber auf die Server scheißen wir. Komm. Ein armer Russe. Russenlogik, ehrlich. Putin-Bauer. Ach, ich glaube, die Server laufen über Amazon, oder? Mhm. Habe ich auch mal gelesen. Ich glaube, da, wo sie viel Wert legen, ich glaube, in Russland das Spiel und in Amerika, weil da machen sie das meiste Geld. Ja. Habe ich das Gefühl. Also dahin sind sie investiert, weil die meisten Streamer, große Streamer sind die Amis und die Russen halt, ne? Weil das aus Russland kommt. Alle das anderen sind die nicht scheiße. Inzwischen ist er Europäer, glaube ich. Echt? Ah gut, wahrscheinlich nicht. Pestili ist eigentlich Australier, aber der wohnt jetzt in Holland. Ja, genau. Echt? Ja. Der ist umgezogen. Boah. Warum ist nicht besser, oder was? In Dings in Australien. Ich glaube, er hat Familie hier in Europa. Echt? Und da wollte er ja wohl irgendwie hin, ja. Oder ich hier und komme nicht mehr zurück. Tja. Ich weiß es nicht genau. Dann wäre ich nach Amerika gegangen. Kann ich mehr Geld machen mit dem Stream wie hier. Ja. Oder was in Holland? Ich weiß gar nicht, wie es ist in Holland. Ich weiß nicht, aber gut, gibt ja auch. Holland gibt's dope. Gibt's auch gute, viele große Deutsche. Also der deutsche Markt kommt, glaube ich, gerade. Der deutsche. Ja, aber du musst zu viel abgeben hier in Steuern. Das ist so, ja. Das ist das Problem hier das in Deutschland. Das ist ein großes Problem, ja. Ja, gut, was wichtig in Amerika ist, da musste ich auch als Eigengewerbe anmelden. Oder in die Schweiz einfach. Oder in die Schweiz. Von da machen viele, ja. Ja. Kennst du Stay? Oder auf Madeira. Stay, kennst du bestimmt, ne? Der ist Stay, ja. Der ist auch von Deutschland in die Schweiz gezogen.
Stay. Stay oder Stay, wie man ihn ausspricht, keine Ahnung. Stay kann sein. Der ist auch von Deutschland in die Schweiz, nur wegen Steuer. Ich meine, Stay ist in Deutschland. Nee, der wohnt in der Schweiz. Der ich weiß, dass der Dings Schlorox in der Schweiz ist, ja, mit seiner Frau. Sinterleo. Ja. Aber die andere Streamer da, die sind auf Madeira, wieder Unge, genau, und Dings. Genau, die Steuerinsel. Ja. Fixer. Unge, ja. Fixer. Weißt du, wir kommen hier vor Hunger nicht ins Schlaf, weil die Steuern fehlen. Einzige blödeste Montana Black, ich bleib im Buch zu Hude. Ja, der liebt den Sport. Der hat aber auch Schiss, irgendwo hinzugehen. Ja. Du bist wieder hier gespawnt, ey. Das hält mich wieder auf, ey. Mann, ich hab schon wieder die Bonbons vergessen. Peter, du bist irgendwie schuld immer. Nimm sie nicht mit, ich hab immer dabei. Dumm von mir. So, pass auf hier, keine Gesichter einfangen. Ihr wisst, wie es ist. Wir sind hier Special Ops. Alles schon gegeben hier. Ich hab's so übel schon bekommen. Wollt ihr wieder rein hier in Rot oder wo wollt ihr hin? Rüber auf die andere Seite? Ich will eigentlich an Berg. Ja, das ist keine Gedächtnisposition. Ah, unterm Zug! Aim zu uns! Hab ich ihn erwischt? Weiß ich nicht. Kann beim Pushen? Wie viele waren das? Einer? Einer. Ich bin in der Halle. Ich geh durch. Bin aufs Gelände drauf. Ich würde den pushen. Ich glaube, ich habe ihn. Ah, lass du zusammen, komm. Alle drei. Ich glaube, ich habe ihn schon. Würde mich. Also, das wäre dann der Shot. Bin noch im Gelände. Nein, er läuft. Oh, bin tot. Und wo? Ja, der ist gegenüber am Hang. Ich bin auf dem Gelände. Peter ist am Fighten mit denen. Ja, Peter hat zwei, glaube ich. Ein oder zwei? Ja. Tito, komm, Hilfe. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ich gehe von hinten. Peter hat 3, glaube ich. 2 down. Ich gehe rüber auf die andere Seite. Das war nicht. Ich hab schon alles geklärt. Der Tito ist immer noch nicht hier. Mann, ey, der macht mich fertig. Ich bin rüber auf die andere Seite gelaufen. Was hab ich denn davon? Der Peter, der muss einmal kämpfen jetzt hier. Peter, ich mach dich mal eben kurz bei mir im Stream auf. Kommst du da angelatscht? Ja, ich bin auf dem Zug jetzt. Ich sehe niemanden. Peter, ich streame deinen POV gerade. Ich bin eben pissen. Gleich wieder da. Nur damit du Bescheid weißt. Ich bin drüber auf der anderen Seite. Bin am Zug. Ich schaue nach unten. Am Hügel. Ja, das bist du, ne? Ja. Ich sehe gerade. Ich wollte umlaufen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Sind aber auch Idioten, ja, weißt du? Also, am Fighten, Junge, da musst du mitmachen. Ja, ich weiß, aber ich will es umlaufen. Ist so blöd, wenn man. Aber bis dann bin ich tot. Ah, jetzt staubst du wieder. So geschlagen. Nimm sein Ding, sein Zeug. Wo ist er? Aber es einfach wegschmeißen, den Kram von draußen. Ja. Irgendwo ist ein Skeff hier. Hab den. So, ich schmeiß ihn. Ah, nimm einfach die Waffe mit. Schmeiß die irgendwo in die Hecke. Wobei das ist eh nur eine SKS, ne? Da ist mit nichts teurem rein, oder? Warte, ich schmeiß sein. Ich hab alles im Rucksack rein, außer seine Weste und alles. Ich schmeiß jetzt mal hinten weg. Und hinter Dorms lang? Mhm. Sein anderes Zeug, nicht wegschmeißen, seine Weste und alles. Was kannst du machen? Ich hol's dir kurz. So eine teure Weste? Nee, ne? Weißt du, was er hat, ja.
So, wollen wir hin? Aber wir können rüber auf die andere Seite, also hier links vorbei. Also und Dorms oder nicht hier? Nicht hier rechts, ne? Ich würde Dorms gehen. Okay. Unter Dorms lang. Nichts gehört. Willst du darüber? Warum da unter der Brücke? Keine Ausdauer. Im Zug ist einer. Oben. Wo? Ich meine, ich hätte einen gesehen hinter unserem Zug. Auf die Brücke laufen, oder? Ja, das war das Durchlaufen. Soll man abfangen, oder? Tot. Auf dem Skiff geschossen, oder? War im Skiff erledigt oben. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob ich am Zug angesehen habe oder ob das irgendwie so eine Umspiegelung war von oder so, dass so eine Lampe im Hintergrund durchgelaufen oder so. Aber immer keine Eile. Ich hole mal kurz den Skiff seine Hand da. Weiter? Ich lade mal kurz nach. Willst du hier warten oder soll man? Wir können auch weiter, müssen Wir sind Doms rein, oder? nee, auf gar keinen Fall. Ich würde einmal hinter Dorms lang und dann ab nach Hause. Okay. Und den Thorsten wieder. Weil ich wollte mal Doms rein oder so, deswegen mein Dings, mein Fahrzeug holen. Ich gehe da nicht rein. Ja gut, okay, dann gehen wir nicht rein. Geht für mich immer schlecht aus, wenn ich da reingehe. Aber hier ist, glaube ich, ein bisschen blöd, hier rumzulaufen, hier hinten, ne? Wieder aus dem Fenster snipen. Also aber nicht einfach zu treffen. Also. Da läuft was unten. Unten hinteres. Im vorderen Bereich. Ich hab's gesehen. Das ist einer mit der Taschenlampe gewesen. Okay. Weißt du, vorne ist ja die Dreier-Dorms. Und auf der anderen Seite kommt die Zweier, aber an den Dreier ist noch so ein Seitenflügel dran und da war der unten drin. Okay. Hörst du? Hinter dir. Da war was im Haus. Das siehst du, das hörst du, da siehst du wieder, hast wieder Licht gesehen. Ja, und es gäbe es oder sowas. Jo. Auf dem Haus oben. Oh, schade, Und Peter. nicht, nicht. Ich glaube, nicht, hat nicht geworfen. Der war rechts auf dem Dach. Ups, hat mich. Achtung, ich verlagere bis. Wo bist du? Wo bist du? Ah, schon weiter vorne. Ja, nach vorne. Vielleicht zeigt er sich nochmal. Ich guck gerade, ob er sich nochmal zeigt. Ich laufe. Ich gehe weiter.
Lass weiter. Bock, dass er mich sieht. Wir können sogar hier verstecken und warten, ne? Das hat ja nicht geworfen. Ja, sollen wir hier warten oder sowas? Hier verstecken? Wir können hier mal kurz warten, ob er kommt, ja. Und war dick Loot in dem Boys? Nee, ich habe einen Helm mitgenommen. Okay. Will ich euch zeigen. Egal, die sind mad und das ist gut. Ja, Mosi hat den eine. Ja, und hat nur so eine Autopistole. Standard-Gear, okay. Selbe Strategie wie wir. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass er so schnell aus Dorms Raum rauskommt, Tito. Hab ich auch nicht. Dann können wir ja, weitergehen. Wir können ja kurz ein Minütchen warten, ob da was kommt, aber ich glaub's nicht. Hm. Ich hab leider den scheiß Muni, deswegen. Ich hab PS Muni, keine andere. Hm. Die andere Muni hätte ihn gehabt. Ich hab glaube ich nur daneben geschossen. Spät ihn gesehen da oben. Ach komm, lass weiter. Was für eine Waffe? Ich hab so eine NATO-Knarre. Guter Muni. Okay, vor uns, links, Tankstelle. Hm, vielleicht muss ich ihn holen. Tanke oder so. Ja. Ziemlich weit vorne klingt das. Will ich einmischen oder nicht? Eigentlich würde ich Thorsten wiederholen. Ja gut, dann gehen wir wieder links. Alles gut, bleib ruhig. Spielt auf jeden Fall zu Ende. Spielt vernünftig zu Ende. Hier sehe ich eh nix. Wo bist du schon? Ich bin weiter unten. Am Baum. Hammer, da geht's aber ab, du. Bestimmt Scaveboss oder sowas. Das kann natürlich sein. Du rennst da, ne? Ja, und ich laufe jetzt drüber. Ja. Ich sehe da oben aber nichts in Bewegung. Wo bist du? Ach da. Vor dir, ja. Ich glaube, jetzt zwischen den Bergen durch gleich. Mhm. Bin hinter dir. Scheiß Gebüsche da, Geräusche da machen mich fertig, echt. Jedes Mal, da ist gleich einer in der Nähe oder sowas. Langweilen und irgendwann sitzt da mal einer. Wo? Auf der scheiß Truhe. Ich guck mal, was ich hier was gibt hier. Will hier gar nichts sich bewegen. Hast du ein Dings ein Wald?
grob? Entfernung? Nee, oder? Nee. Ich hab Ibu drin, aber. Achso. Diese Sniper-Skäfte drin in dem Turm, glaube ich. Dann haben wir jetzt ja keinen Stress, da können wir langsam. Oben. Das ist der oben hat aber keine Automatik. Nee. Der wurde weggeschossen. Sicher? Der oben hat keine Automatik. Und hat auf irgendwas geschossen. Der muss auf irgendwas unten geschossen haben. Auf uns? Nee, der hat nicht auf uns geschossen, das glaube ich nicht. Der ist verbuggt. Und zweiter? Na komm. Sniper Scaff lebt noch. Ich hol ihn mal weg. Lebt er noch? Lebt nicht mehr. Ich geh mal kurz unten, ich schau mal kurz nach. Sniper Scaff ist tot, ne? Nö. Nee. F4 hab ich. 20 F. Was er hat. Ich geh mal rein zum Sniper-Skiff, guck mal, was hat. Ich sitze hier noch so dumm auf so einer Scheiß. Ihr macht das schon. Ja, der hat einen Sniper. Muss ihn. Okay, weiter geht's. Hab ich sonst nichts weiter gehört. Hier saß auch schon mal einer dran. Was tot ist. Ich geh rein. Okay. Ja, aber viele tot hier, kann das sein? Ja, einiges. Sein, dass da irgendwelche in den Häusern sitzen. Offen, ne? Noch nix. Okay, ist leer. Nein. Gut, Thorsten, rüste dich mal aus. Ja, seid ihr durch, oder was? Gute Leute. Kann ich hier wieder raus, ist gut. Minute wieder da. Und die beiden da, ganz am Anfang, die haben schön kassiert. Die beiden Vögel da.
So, Prophet Odyssee, so ruhig. Dabei, Machi. Ja, die haben mich weggeschossen, da, leider. Peter hat wieder nicht geholfen. Was meinst du? Ich sag, die haben mich weggeschossen, da, Peter hat wieder nicht geholfen. Oh, ich war direkt neben dir, Mann. Man kennt es halt, ne? Schatz, Jochen, ey. Immer wieder Peter. Das nervt halt irgendwie. Was nehme ich denn mal mit hier? Boah, noch was Schönes ist. Nö, kann ich ja noch nicht. Warum nicht? Ja, billig scheiße hier. Ich nehme M4 mit. Aber ich habe kein zweites Magazin. Das ist halt auch schon wieder Tilt, ne? Komm, SVDS. Moment, ich muss verkaufen kurz. Schön mit Assembly. Assembly, was wollt ihr? Wollt drei ihr Magazine. Wir wollen Assembly. Müssen wir aber auch sitzen. Tap, da, da, da. So, Headset. Ghoston. Wir gehen rein. So eine Arschpistole hat er sich da gebaut. Für 50.000. Da scheiße ich auch rein. Der baut sich so eine räudige Pistole. Noch mal, ja, SVDS nehme ich jetzt mit, ne? Ah, mach doch. Cool. Ready? Spreads, hab ich mal reingehauen. Spreads. Jetzt noch Wasser in den Bauch. Dumme Zeit gerade. Das eine zu früh, das andere zu spät, oder was? 5.24 Uhr und 17.24 Uhr. Na, das ist scheiß Zeit. Was nehmen wir? Oh. Kann ich nicht so sagen. Alles scheiße. Moment, ich muss das weg tun. So. Gulag. Gulag. Schön Gulag-Helm. Ist das die rechte Lobby? Bin gerade noch am Rätseln. 17 Uhr abends. Das ist dann dunkel, ne? Aber so schnell wird's nicht. Ich will lieber die morgens nehmen. Mir aus. Das 5:30 Uhr nehmen. Dann laufen wir noch im Dunkeln rum. Ist schon zu früh, da laufe ich nicht so schnell. Schlafe ich noch. Ich bin 5:30 Uhr noch laufen. Ja, da ein rum. Fettes Kind. Fettes Kind, Alter, genau. Doppelwandige, lad ein. Doppelwandige. Komm, zeig mal ein Foto von Peter. Was? Zeig mal ein Foto von Peter. Ich? Komm. Ich hab keins. Boah. Ich hab auch keins, was soll ich machen? Der ist Top Secret 9000, der Boy.
sagen, Tito. Was ist halt? Als wenn ich hier ein Foto hätte. Ausgedruckt über dem Bett hängen. Ja, genau. Mhm. Über dem Klo, ja. Ich laufe Toilette, ja, damit es schön. Wenn es besser läuft, ey. Wenn es nicht besser läuft, ja, wollte ich gerade sagen, ja, dann. Zack. Größeres Scope kannst du nicht finden, ne? Sagst du. Boah, keine Ahnung, ja. Wir gucken mal durch, ne? Geht schon was rein. Kannst du ja nur hoffen, dass wir jetzt auf der richtigen Seite spawnen. Tja, du weißt, wie gut ich bin, No Scope. Du willst spawnen mal auf der anderen Seite drüber, weil ich muss mir diesen Golden Speck holen. Hast du ja gestern gesehen, No Scope, ne? Hm. So wäre es halt jetzt, wenn wir jetzt die Chris Kyle Gedächtnisposition spawnen, da kann man auch direkt spawnen. Macht doch keine Gefangenen. Den Spawn hatten wir lange nicht. Gut. Das ist bei mir 100% Loading Make aufgehängt. Nicht so weit bin ich noch gar nicht. Creating Loot Pools, Awaiting Session Start. Loading Map. Nur weil ich rausgetappt habe, wahrscheinlich, oder wie? Ich verarsche. Jetzt höre ich Vogel. Switchen. Daraus tappen darfst du nicht, das dauert eine Zeit lang, aber er schmiert nicht ab, musst du warten. Jetzt Chris Kyle mit der Knarre, Thorsten, das wär's. Ja, Junge, warte ab. Dann mache ich da richtig Löcher im Flussbett, ey. Jetzt bauen wir wahrscheinlich irgendwo Gas Station oder so eine Kacke. So. Aber dann können wir auch ins Haus gehen, ne? Beim Gas Station spawnen. Hast du denn den Dings gekühlt, denn die Bekleidung für deinen Charakter? Nee. Ne, meine Dings, ja, hier. Peter, noch nicht. Schwarzes. Ne? Geht ja nach Level, oder nicht? Noch ja. Habe ich das nicht gemacht, kann ich das machen? Ja. Willst du da anders anziehen? Ein Russi. Geh los, Kenneth, geh los. Jetzt geht's jetzt aber jetzt schlubber stramm ziehen. Auf so spawnen wir gleich im Dings in Dorms. In Dorms gespawnt. Ich fühl meinen Golden Zweck. Schön in Dorms spawnen. Dann lösch ich. Dann mach ich Alter 4 und lösch. Ich will jetzt noch richtig was wegsitzen und dann schlafen. Ich sag dir das. Eine Runde richtig schön sitzen und dann. Ja, genau, wir sitzen richtig. Ich meine, wir können theoretisch auf die andere Seite hier direkt gehen und dann rüber, ne? Ich hab's. Ach so, machen. Ja, du snipest den Spaß hier dann weg. Das versuchen, komm. Was, willst du snipern, oder was? Okay, ich geh wieder links. Musst du den aber holen, der unter den Bahnstiegen da durchguckt. Ja, wenn er das wieder macht. Also ja, da kam vorhin eine Angel. Vorhin war das wieder so. Mhm. Hier sehe ich nichts. Sehe auch nichts. Rechts nichts, die können auch rechts in der Ecke sitzen. Ja, oder weggelaufen sein. Mal pushen. Ja. Drei Mann. Dann auf Chris Kyle. In die Innenseite. Ich schau auf links, was kommt hier. Ich gehe vor mit Automatik. Meine SVD ist ein bisschen aufgeschmissen. Jetzt hast du gesehen. Auf Posi zu kommen. Was ist auf Posi? Bei mir ist sauber hier. Das Seite. Ja, wir wollen halt zum Haus. Thorsten legt sich immer zum Haus. Haus. Ich geh auf die andere Seite. Du könntest eigentlich, das ist mega gut, wir können dann damit alles bezahlen und alles decken. Du kannst aber roam gehen, wenn du willst. Deine Seite setzen, Thorsten oder gegenüber? Musst du wissen. Mir ist egal. Was wollt abcampen? Jetzt wird richtig gecampt. Ich mach ganze Flussbett, ja. Mach ich zu. Komplett.
mach Flussbett zu, Brücke oben mach ich zu. Mach gegenüber das Schwitzwort mach ich zu, komplett. Ich habe kleine Brücke und diese Brücke hier bei mir. Das Einzige, wo die rüber können, ist ganz, ganz rechts. Alles andere ist dicht. Wollt rüber auf die andere Seite, oder? Ich sitz hier. Okay, ich sitz. Thorsten sitzt auch hier. Also Thorsten Thorsten, läuft mal jemand? Thorsten ist oben, am Häuschen, oder? Mit Thorsten am Häuschen, ich bin unten am Wasser. Okay. Und du kannst ihn aber suchen, was Schönes, wenn du willst. Du kannst auch gegenüber, wenn du willst, da machen. Das haben wir auch schon gemacht, das haben wir noch einen gegenüber, der kann nämlich uns dann decken. Puh, ist aber echt noch riesig, ey. Ich bin dann da drüben bei der Brücke, da geht so links in den Stein rein, da kommt man sich gut hinsetzen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du movest, ne, Tito? Ja. Ja. Ah, der ist schon an uns vorbeigelaufen, einer. Ich hab doch gefragt gerade, ob. Ja, aber hier wird so viel gelaufen, dass ich nicht weiß, wer es ist. Noch was kommt. Kommt noch was. Wo? Hinten beim Zug. Ich bleib jetzt mal stehen, bitte. Ja. Jetzt hört ihr ihn. Lass ihn einfach runtergehen. Oh. Löscht ihn weg. Hat einen Hit. Hinterm. Boah, hat mich einfach. Jungs, was ist da los? Du gehst aber auch raus mit der Sniper, ne? Nee, aber. Wir sind 3 gegen 1 mit einer Handgun. Ich geh hoch hier, ich lauf hoch. Wo warst du? Ich sag halt auch noch, er ist angehittet. Da müssen wir. Ich bin am Häuschen, Peter. Häuschen? Ich bin am Häuschen oben, am Häuschen bin ich oben. Er muss vom Häuschen unten sein. Machst du das selbst oben? Ja, ich bin im Häuschen drin. Er muss außerhalb vom Häuschen sein. Der war beim Container, der lootet mich wahrscheinlich. Der ist im Container da, war der. Der ist meine Position looten. Wo ist der? Ich sehe nicht. Ich hab ihn geschossen. Ja, aber der liegt irgendwo im Busch, ich sehe nicht. Ja, hast du dich hingelegt? Liegst du im Busch, Tito? Nein, schieß auf den Busch, schieß. Dann hast du ihn. Ich gehe jetzt raus, der muss vor mir am Bus gewesen, hier, irgendwo. Da liegt noch mehr. Ich bin am Container nicht jetzt. Nicht bewegen! Ja. Vor mir, 2 Stück oder so. In den Busch da hoch. Ich sehe da nix. Hab den. Einer ist tot. War noch einer? Ich muss sagen, es war noch einer, aber. Was war das für eine komplette Squad? Wo kommt die her? Ich hab das nicht verstanden irgendwie. Ich hab auch noch einen erschossen. Das waren 4 Leute. Ich hab 2 erschossen, glaube ich. Ich hab auch 2. Fällt auch wieder nicht um, der Hurensohn. Das war ein komplettes Hatchling-Squad. Ich muss nachladen jetzt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich 2 habe. Wieso kommt der? Die sind alle so nackt, bis auf den einen, den du gefunden hast, Thorsten. Der war nicht nackt. Ja. Das war der einzige nicht nackt. Ja, die anderen beiden waren nackt, die ich gesehen habe. Bewegst du dich? Ja, ich habe mich bewegt. Moment, ich mach kurz. Ui. Den jetzt looten. Ich komme jetzt runter am Wasser. Da liegt einer hier. Ja. Hier habe ich einen erschossen, der liegt auf Thorstens Posi. So, der hat nur eine Pistole. Level 12. Habe ich noch Level 12. Liegt noch einer? Thorstens Waffe? Nee. Thorstens Waffe hau ich einfach im Busch hier, ne? Ja, hau ich mal. Ja.
Hau die einfach im Busch. Ah, die rutscht jetzt runter ins Wasser. Ja, ist gut. Okay, der unter Wasser ist von mir und mir getötet. Hab ich den hier oben? Oh, der ist schon gelootet hier. Ja, diese Torstenwaffe habe ich in den Busch geschmissen. Die kriegt er auf jeden Fall schon mal wieder. Ja, kann ich. SVD-Magazine, die kriegst du. Ja. Nimm die Muni raus und so und dann. Ja, ich nehme die Muni raus. Und schmeiß die auch weg. Die kriegst du eh nicht wieder, ne? Ja. Ne. Deswegen, die Magazine schmeiß ich auch weg. Das Triton schmeiß ich weg. Den Rucksack schmeiß ich auch weg. Ja. Vielleicht kriegst du alles wieder. Ja, oh ja, alles gut. Ich hatte mir auch wieder so irgendwie sofort so einen dummen Shot gegeben, ey, kann ich mir tilten. Los. Kann ich schon mal rübergehen, hier links? Ist ein Laser an. Ja. Selbe Strecke hinter Dorm. Ist den eingelootet, der da runtergekippt ist am Anfang? Ja, ja. Den habe ich auch gekillt. Also ich habe zwei gekillt. Wenn du auf dem Don Doktor guckst, dann steht mein Name drauf normalerweise. War das schon wieder, Mann? Da kommt so ein Hässli. Ja, die haben uns wahrscheinlich laufen hören, ne? Kannst davon ausgehen, dass sie gehört haben, dass wir uns einlegen. Die waren ziemlich lang noch drüben, ja. Im Rot oder so, was waren die? Bei Red in der Halle. Ah, ich denke, die haben gehört, dass wir da hingestiefelt sind, weil wir ziemlich laut waren. Haben dann beschlossen, die holen wir. Ein dummes Dreier-Squad und Vollidiot. Ja, ja. Boah. Das Feuer ist an hier links. Hier können wir uns auch hinstellen normalerweise, ne? Und warten, bis sie rüberkommen. Da drüben im Busch hier rechts, ne? Ist auch nicht schlecht. Willst du da kurz sitzen oder was? Ne? Oder weiter vorne sitzen, so wie früher. Die Büsche sind auch nicht schlecht, ne? Aber wir können auch weiter vorne sitzen, oder oben, ja, da oder so. Genau. Das war Baustelle. Hier oben sitzen. Ist alles schon gegeben. Weißt du, hier im Busch hier, was noch? Hier unten links? Na, kann man auch machen. Gehst du da unten, nicht hier oben? Oder? Ja, okay. Ich warte hier. Oh, sitzt. Der Arschbursch, in dem wir früher mal gesessen haben, der war aber auch ziemlich mighty. Ja, da wurde auch einiges weggeknallt. Da auch gerne gesessen. Läufst du gerade? Ich laufe oben, ja.
Treppen runter. Jo, der Horst. Moin. Ja, ja. Läufst du weiter? Flagge zeigen. Ich überlege gerade. Ich könnte theoretisch auch in der Dorms mal gucken, ne? Ob da noch rumeiern. Der Horst ist mal wieder da. Bei dem Bart hat schon immer. Horst, wer das ist? Tito? Ja. Also ich kenne Tito. Das ist einer, der vor 1000 Jahren irgendwann mal aktiv mal andere Games gespielt hat, außer World of Warcraft Classic. Hey, kann der ja, was? Ja, ja. Schießen kann der, glaube ich, nicht, aber ist ein ordentlicher Idiot. Ja, 02 von der 03, sag ich mal, ne? Oh. Ich habe ihn immer im Blitzapparat gesehen. Er war wohl irgendwie so der Aushilfs-Sheriff irgendwo. Keine Ahnung. Ja, 02 von der 03, 1199. Oh Gott. Das kennt er noch. 1199 waren wir auch vorher frei, Mann. Das war ja die Erlaubnis zum Schießen. Ja, wer hat das bestimmt? Weißt du, und jetzt kommen mit Geißel verhandeln, so ein Scheißdreck, gleich wegballern. Ja, weggehauen. Ja, das war glaube ich ein Dorm drin, ne? Ja, ich bin leider mal wieder tot, deswegen Peter POV. Oh, oh, das... Ups. Da geht was. Was ist denn da los, ey? Auto ist da, ne? Danke. Okay. Wieso spielt ihr denn Tarkov? Sucht euch mal was Neues. Wer spielt denn hier das 20 Jahre alte Game? Das bist doch du, oder nicht? Sucht euch mal was Neues. Tarkov ist mega. Das ist wirklich taktisch Anspruch, ne? Anspruchsvoll. Ist es tatsächlich, ja. Ja, mal wieder eine Runde reindaddeln da, ne? Ist so in Ordnung, die Welt. Ich guck nach oben, ich sehe gerade niemand. Aber irgendwas da drin war. Da war auch was. Kappa. Tito und Taktik, sagt er. Hast du es damit nicht so, mein Lieber? Das ist bloß neidisch. Aber dann taktisch war das mega ausgefeilt, was wir gemacht haben. Ich sag nur Panzervogel. Code Panzervogel. Code? Code Panzervogel. Wir lassen immer einen Panzervogel. Läuft das die Steps, 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 Leute. Mehrere. Komm rein in euren Busch. Laufen. Die gehen zum Auto, die gehen zum Auto. Zum Auto, zum Auto. Ja. Jetzt hab ich keine Nähe, verdammt. Wenn ich jetzt ruhig durchgucke, krieg ich wahrscheinlich einen. Die haben uns gehört. Ja, ich geh vor hier. Läufst du? Vor mir am Baum rechts, direkt an der Wand. Ich hab mich hingelegt. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch, ich bin noch unterm Boden. Ich muss mich heilen. Oh oh, Nate. Oh oh. Oh oh, Nate. Bist geplatzt? Nein, ich bin noch da. Immer noch? Wir sind am Auto, hinterm Auto sind wir irgendwo. Komm Peter, deine Stunde, Sternstunde jetzt hier. Wenn wir jetzt move, dann sehen sie einen. Siehst du gerade? Nein, nee. Die. Bleib einfach liegen. Ja, ich bleib liegen. Ja, komisch. Ich hoffe, das kommt nichts von hinten. Bleib einfach liegen. Ich hab leider keine Nate. Die move, glaube ich. Ich höre die bei Peter move. Ich sehe sie nicht. Wenn ich sie sehe, schieße weg. Du bewegst dich nicht, Tito, ne? Nein. Ich lieg ein paar Meter vor dir im Busch und schaue aufs Auto, aber ich sehe niemanden am Auto. Ich sehe sie halt nicht. Ich wäre schon lange hingerusht, Junge. Aber ich höre das Auto nicht mehr. Deswegen bin ich auch tot. Aber ich höre das Auto nicht mehr, ne? Kann sein, dass sie weg sind. Wenn ich jetzt einen Schuss abgebe in deine Richtung, machen die Fallutscher. Ich habe leider keine Granate dabei. Die sitzen da noch. Tito noch am Leben? Ja. Ja, ich bin noch am Leben, ja.
crazy. Irgendwie ist alles rot, ne? Du stirbst nicht. Verdammt, nicht mehr, nehme ich Nades mit. Du kannst theoretisch doch einfach aufspringen und rausrennen, oder? Oder sehen die dich? Ja, ich weiß nicht. Ich, also, wie gesagt, ziemlich offen bin ich dann. Aber ich höre nichts mehr von denen, weißt du? Ich meine, Geräusch gar nichts. Ja, die sitzen. Die sitzen, haben sie gerade schon. Ich will da jetzt nicht reinsprayen, dann treffe ich dich am Ende. Ja, ich liege. Ich mache Verheilungs... Hörst du mich, wie ich mich heile? Ja. Oh oh. Ich höre, dass du das genommen hast. Ich meine, die sind weg. Ich höre das wohl, was du da machst. Ne, ich mache mit Absicht, damit sie dann ein bisschen schießen oder sowas. Oh, die Discord-Quali ist so scheiße, ey, wenn man da zuguckt. Ich finde, das geht. Ja, aber wenn ich das jetzt noch im Stream übertrage, das sieht echt irgendwie komisch aus. Ich glaube nicht, dass sie noch da sind, Tito. Ne, ich glaube auch, ich habe das Auto genommen und weg. Mache viele, die gehen zum Auto, mit dem Auto triggern und dann gehen sie wieder in den Dorms rein und dann rennen sie wieder raus. Weil diese eine Minute braucht es ungefähr, bis das Auto kommt. So, jetzt machen wir YOLO hier. Nicht genau, Tabletten. Die sind weg. Ja, Auto ist weg, die sind weg. Na komm, einfach. Haben wir ja dem voll ins Gesicht geschossen, der Typ. Warte, ich muss kurz nachladen hier. Hätte mal eine Granate gehabt. Kann ich kurz in den Dom zum reinschauen? Bob ich gut. Guck da auf gar keinen Fall rein. Nee, du bleibst da, ich geh kurz rein, hol mir den Feuerzeug. Der Peter wieder. Ja, dann, ich kann mich da gerne an den Ausgang setzen. Ja, ja, bleib ruhig hier. Ich geh rein. Ich mach das kurz. Der Nightboard ist böse, aber ich kann es mir trotzdem angucken. Wenn ich dort bin, hau ich drauf. Ja, ich kann gerne den Ausgang decken. Das ist ja Formel 1. Junge, wie cool. Beschissen hier. Ich komme, ich alles schon gelootet hier. Das, habt ihr das Video gemacht oder was, Horst? Todeshorst. Das ist von dir gemacht oder was? Crazy. Oh, Junge, keine Kapriolen bitte. Ich mache mal einen Salto hier. Easy. Ich komm wieder raus hier. Hm. Junge. So, raus hier, ne? Guck mal, an links ist Schmuggelboot, kann man auch raus? Schmuggelboot, schau mal. Nee, müssen wir hinten raus. Nee, wir nicht. Okay. Fast so eine gute Drohne. Ist ja mega geil mit den Aufnahmen. Cool. Ich fange hin, da ist gut sogar. Richtig gute Aufnahmen auch. Okay, vor uns. Vor uns, ja. Wir müssen hier am besten irgendwo campen. Lass dann in den Busch gehen oben. Ja. Sieht ja aus, als hättet ihr das in der Mittagspause gemacht. Cool. Mach mal dein aus. Meinst du mich? Achso.
Ich gebe dir mit einem großen Stein am im Busch. Geil. Hast du dich hingelegt? Ja. Links vom Stein liege ich im Busch. Na, guck mal, wir haben ja dieselbe Friese. Grob gesagt. Geil, geiles Video. Das ist cool. Das war unser Weg vor uns, der Weg vor uns, ne, wo geschossen wurde. Mhm. Krass. Wie sieht's aus bei euch, Jungs? Haben wir gerade ein bisschen nahes Feuer geguckt, was passiert. Aber nichts, Dilo, ne? Sollen wir weiter? Ja. Wo liegt das Schiff? Vor uns wieder, ne? Gottes Willen, ey. What the fuck? Ich komm neben dir. Nö, hab's gesehen, hab's gehört. Aber vor uns ist noch was, gell? Ah, die sind doch noch. Da kämpft irgendwas da vorne. Irgendwo vorne links am Berg hoch. Am scheiß Berg oben, da sitzt einer. Ja, genau. Du hast eigentlich keinen Bock, in den reinzulaufen. Ja, wie gesagt, wie wir links entlang laufen. Links am Berg. Wie sind wir den erwischen, weißt du? Nee. Weil ich glaube, der guckt auf der Straße, weißt du, Richtung Tankstelle oder sowas. Du kannst versuchen. Ja, komm. Ich habe wenig zu verlieren. Außer mein goldenen Zweck. Ist auch egal. Ja. Wenn ich überlebe, ich spawne wieder auf die andere Seite wieder, dann passt es. Krass. Kann sein, dass wir gleich Feuer kriegen. So, noch unter dem Tisch durch. Geil. Guckst du rechts, ich guck links. Oh, das geht schwierig. Ja. So vom Zuschauen, ey. Kann ich nicht hier irgendwo hier links sein am Berg? Kann ich irgendwo. Unterm Trampolin auch noch durch, ey. Ich sitze kurz. Oh, ich gehe mal kurz hin. Und du siehst das Kamerabild, ne? Crazy. Das ist krank. Das ist richtig geil. Kann ich mir vorstellen. So, hier nichts weiter. No. Komm weit. Okay, hier ist nichts. Er war hier aber. Und links, pass auf. Den. Tot. War das noch einer? Das war, glaube ich, ein Scaf-Spieler. Ich geh mal hin. Aber war der alleine? Sieht so aus, ne? Armer Engine, ey. Uff, Mann, der Mähmäßig. Komm, weiter geht's. Dann lass ich doch mal ein Abo da. Warte, nimm seine Minus, sein Dings, seine Muni. Er hat nur deinen Kanal, ein anderes Video mit LKWs können fliegen. Vor 4 Jahren aus Arma oder so. Alarm für Atira 12. Verstehe. Wo bist du? Bist du schon drüben? Links an der Seite.
cool. Ich glaube sogar, dass der geschossen cool. hat, weil der Dings, ne, der hat zwei Waffen noch. Gehabt. Das kann sein. Wie sieht's aus bei euch? Auf dem Weg. Ja, wir machen ja eh keine Runde mehr, ne, glaube ich. Ich glaube, ich gleich pennen, ne? Ja, dann mach ich Stream jetzt gleich aus schon. Boah, es hat mir noch ein paar Videos gezeigt hier, freaky, freaky. Voll der Drohnenmeister ist er, Junge. Oh, Horst. Hier war das auch in Beirut mit seiner Drohne wahrscheinlich. Zu früh. Ja, hab schon lange nichts mehr gehört von dem. Zu früh. Er hat noch einen geschickt. Bei dem Horst haben wir lange nichts mehr gehört. Alter, wie weit auch. Was kostet so eine Drohne? Sagst du ungefähr ein Taui mit Kamera und so. Also 200 so eine kleine Drohne und dann musst du halt Kamera noch anbringen und so. Also musst du ja nicht, aber... Wie lange, wie weit fliegt das Ding, wie hoch und wie lange? Da kannst du in meinem Kanal nachher mal gucken, er hat so 3 Videos gepostet. Kann er dir ja sonst mal schicken, sein Equipment, das geht ja sehr. Schon ziemlich cool sieht das aus, man. Voll die geilen Panorama-Picks. Darf man die noch so fliegen? Alter. Wie hoch? So, 5 Minuten Laufzeit, ein Akku, das Spielzeug unter 250 Gramm Start. Ist das? Wo? Kann auch oben gewesen sein. Ich glaube, hier oben. Alter, was für geile Aufnahmen. Ich hab so noch coolen Salto machen oben, ey. Muss gleich reiern. 5 Minuten Laufzeit? 5. Halbe Stunde wäre geil. Ja, ist halt Spiel. Das sind ja die günstigen Einsteiger, ne? Gibt immer noch krasseres. Man muss wahrscheinlich 5 stellig hinlegen. Da läuft was hinterm Zaun. Crazy. Hinterm Zaun, basic. Unsanfte Landung. Ich geh weiter hoch, Nimm die Fussi ein. Skeft es, rechts irgendwo. Tot. Ich push Richtung Ausgang, Tito, kommst du? Ja, ich kann nicht mehr rennen. Verlässt. Guck schon, ob hier alles clear ist. Sieht gut aus. Cool, Horst. Find ich geil. Der da, noch ein bisschen, ganz so schnell rennen. Das fetzt wohl. Und drin. Jo. Und Kleider. Krass. Ja, das ist ein geiles und Hobby, raus. Kann ich mir vorstellen. Ja, sauber Jungs, habt ihr geschafft. Wiegt 20 Gramm. Man kann alles mit Stabilisierer und so weiter. Insta 360 GoPro. Achso, die braucht er noch. Oh, geil. Sieht echt cool aus, die Videos, muss ich sagen. Dachte, sowas kostet immer gleich 10.000 Euro oder so. Gut, aber ich mach Stream jetzt aus. Ja, ich muss auch erstmal gucken, was er da gepostet hat, ne? Ja, kannst im Chat alles sehen. Hat er schon mal verschickt. Ja. Wie gesagt, ich mach Stream jetzt aus. Danke fürs Einschalten, Horst, und alle anderen, Lul. Bis dann, bis morgen, tschüss.